Recht herzlich willkommen zur 62. Folge von Stellaris. Ja, letztes Mal haben wir noch so eine Forschungsstation in Auftrag gegeben, damit wir ein bisschen schneller hier forschen können. Das müsste aber hier auch bald fertig sein. Wir müssen mal gucken, was wir da weiteres machen können. Xenobiologie. Und ja. Biolabor 2 gibt das dann. Hier unten gibt es ein Kraftwerk und ein Physiklabor. Naja. Dann sind wir labormäßig ja schon wieder richtig gut unterwegs, ne? Das ist dann schon mal geklärt. Ja, aber wir müssen eigentlich gucken, dass wir hier solche Sachen. Okay, das ist jetzt schon fertig mit 4 Feldern. Da müssen wir schauen, dass wir hier sowas kriegen. 3er. Und er hier, ist das ein 4er? Ne, 2x2. Also den, ich glaube, wir haben auch das Forschungslabor angestoßen, ne? Ne, doch nicht, das ist doch noch woanders. War das hier oben, ne, oder? Ja, hier haben wir das gemacht. Da kommt irgendwann einer und macht das dann. Aber das war jetzt auch nicht so die prickelnde Idee. Eigentlich hätten wir hier zum Beispiel diese Richtung gehen müssen, aber da ist ein 4er, den müssen wir bauen. Gut, aber auf der anderen Seite hier erweitern, ja, da ist aber nichts, oder? Ist da was und wir sehen das nur noch nicht. Könnte natürlich auch noch sein. Da ist das Konstruktionsschiff gerade gewesen. Wie sieht das hier aus? 3x2. Okay. Das war ein 2er und noch ein 2er. Da ist auch noch ein 2er. Was ist das für einer? Auch 2x2. Hier kennen wir uns noch nicht aus. Da ist irgendwer, aber wir wissen nicht wer. Old Guard. Vielleicht sollten wir unsere Flotte mal einfach da gucken, wie groß die ist. Ja, das fehlt aber noch einiges, ne? Wo ist denn unser Hauptplanet? Da oben. Gucken wir da mal. Ne, da ist das Forge. Einmal ins System tauchen. Und Strike Force Minotaur. Bergbaustation. Wo ist denn jetzt hier? Ist das das? Ach, das ist das. Da fehlen uns hier noch die Punkte, die wir jetzt natürlich nicht haben. Zerstörer wollten wir da machen, ne? Raumhafenverbesserungsstufe 5. Obwohl, wir sind schon wieder bei 82, das ist ja auch nicht verkehrt. Lass mal gerade hier reingucken. Observatorium, Zerstörerwerft, ach, 300 brauchen wir sogar für Zerstörerwerft, okay. Details, nee, bauen, da war's. Die Zerstörer können wir also noch nicht bauen, weil wir die Werft noch nicht haben. Da brauchen wir 300 für, das dauert noch ein bisschen. Und hier... Ja, warum auch Verbesserung, Stufe 5 Verbesserung. Das dauert halt noch an, ne? Müssen wir schauen, was wir da weiter geregelt kriegen. Ja, hier, das ist ganz schlecht eigentlich, ne? Guck mal, können wir hier auf der Oberfläche was ändern? Nicht wirklich. Da kommt noch jemand dann dazu. Fraktion gegründet, okay. Asara Poriti Front. Okay. Da waren wir, da haben wir noch einen Planeten. Was können wir bei dem was machen? Das ist schon alles soweit unterwegs. Beziehungsweise wir können das ja hier verbessern, ne? Okay, Kraftwerk 1, aber kostet uns 51 Material. Die hätten wir rein theoretisch. Warum geht das dann nicht? Ach, ist schon. Das verstehe ich jetzt nicht. Verbessern.
Können wir machen, aber... Erfordert planetare Außenposten auf Planeten. Alles klar. Ja. Einfach. Da geht nichts. Einfaches Kraftwerk, Mineralsilo. Einfaches Bergbaunetzwerk. Wenn man das baut, dann wird es doch schlechter, oder? Bau oder Verbesserung von Bergbaunetzwerken. Einfaches Bergbaunetzwerk, das ist das, was man bauen muss, ne? Achso, wir haben das schon in der Baureihe, alles klar. Ist ja hier auch angezeigt, ne? Wer gucken kann, ist klar im Vorteil, ne? Gut. Ne, das ist verkehrt. Da. Und da. Und da. Verbesserung. Veredelungsanlage. Ja, das wird dann mehr werden, ne? Das wissen wir schon, dass das System nicht mit dem Sektor verbunden ist. Fehlende Ressourcen. Das ändern wir gerade. Ja, haben die jetzt erst. Jetzt müssen wir da nochmal wieder hin, oder? Achso, da fehlt uns jetzt noch das. Okay, dann müssen wir noch warten. Und das kann man nicht verbessern. Das kann man auch nicht verbessern. Boah, da ist sogar eine 6 drauf. Okay. Könnte man da bauen. Ne, wollen wir nicht. Das wird unterdrückt werden, bringt uns jetzt nichts, ne? Terroropfer, okay. Instabile Tektonik. Neue Forschung. Biolabor 2 haben wir jetzt und können jetzt was machen. Flottenkapazität mehr, günstige Kriegsforderung oder Wachstumsgeschwindigkeit plus 10. Okay. Flottenkapazität, ja, super. Biologie, was macht das frei? Biologischen Pfad. Ja, komm, wir machen das. Migrationsabkommen Einladung. Hat ein Migrationsabkommen mit Oklahoma abgeschlossen. Okay, können wir auch nicht ändern. Dann sollten die das machen, wenn die das wollen. Gebäude verbessern kann man da, okay. Achso, da sitzt jetzt ein einfaches Forschungslabor und wir können da ein Biolabor rausmachen. Dann würde sich hier der Grüne, der da Sozialforschung ist, verbessern. Physiklabor würde auch gehen. Kosten tut's alles das gleiche, nur der Schwerpunkt wird dann ein bisschen anders gelagert.
Physikforschung, Sozialforschung und Ingenieursforschung. Okay, kennen wir schon. Weg. Was bräuchten wir denn am meisten davon? Das wäre die Frage, ne? Am ehesten ist das Sozialforschung, ne? Ja. Erwachen des Schläfers. Kann ich auch nicht ändern. Unabhängigkeit garantiert. Okay. Nicht Angriffseinladung. Und Technologie erforscht. Okay, schon wieder eine fertig. Super. Ein Kraftwerk. Machen wir gerade Pause, da war noch irgendwie was am Jingeln. Ingenieurslabor 2. Speicherkapazität Mineralien plus 2000. Okay, brauchen wir in diesem Moment jetzt nicht. Gibt auch ein neues Gebäude, Bergbaunetzwerk 3. Produziert dann 4 von den. Und das ist Speicherkapazität Mineralien plus 3000. Kreuzer. Neuer Schiffstyp ist dann Kreuzer. Raumhafen 5 braucht man dafür. Das könnten wir aber bauen. Das wäre nicht das Ding. Schiffsfahrt wird dann frei. Also, denn einen von den beiden, ne? Wenn das mir jetzt gerade zusagt, dadurch, dass wir für vieles bauen, das brauchen. Also auch für das, ich tendiere dazu. Gut, und dann war irgendwo noch ein Jingle. Untertan integrieren. Okay. Ja. Haben wir nichts von, ne? Gut, Nahrung wird das Wachstum werden, das ist schon klar. Okay. Dann wachsen wir da auch schon wieder schneller als gedacht. Das war jetzt hier, ne? Mineralverhältnungsanlage. Erfahrung gekriegt, okay. Das wären 170, da müssen wir aber noch ein bisschen laufen lassen, bis wir die haben. Erfordert auch noch eine planetare Hauptstadt. Okay, dann kann das hier nicht gebaut werden. Lass uns mal bei der planetaren Hauptstadt gucken, ob wir es da machen könnten. Da gibt's das gar nicht, alles klar. Das würde bedeuten, das muss umziehen, ne? Weil das ist sowieso eine schlechte Welt in dem Sinne, ne? Anführer hat eine neue Stufe erreicht, prima. Gucken wir gerade hier rein. Das ist, glaube ich, auch nicht die Top-Welt. Und die ist die bessere Welt dann, ne? Kann man die denn hier so einfach umziehen? 250 hätten wir. Ach so, das ist eine Sektorkontrolle, genau. Das würde bedeuten, dahin den Sektor ändern. Welcher war das? Limis Prime ist da unten, glaube ich. Da müsste das der sein. Und der ist da. Das bedeutet, der muss raus. Können wir schließen und dann da wieder reingehen. Da reingehen, dort reingehen und verlegen. Ja. So. Und
Hier gibt es keinen Raumhafen, den brauchen wir ja auch nicht unbedingt. So, das geht jetzt dann, ne? Planetare Hauptstadt auch noch. Wunderbar. Okay. Arbeitslose Bewohner. Dann bauen wir da doch was für die arbeitslosen Bewohner. Einfaches Vorschlungbau, einfaches Kraftwerk. Essen ist runtergegangen auf 6. Okay, das andere können wir alles nicht machen, weil es wahrscheinlich aufbauend auf das andere ist. Ich nehme den. Und gucken, was dann wird daraus. Okay. Hier muss noch was besser werden dann. Instabile Tektonik. Ach so, das war hier. Alles klar. Das war jetzt auch nicht so denn die tolle Idee, vielleicht das hier zu bauen, ne? Ah, mit einer planetaren Hauptstadt fehlt noch. Wie kriege ich hier die planetare Hauptstadt hin? Das ist die nächste Frage, ne? Planetare Hauptstadt. Was ist da passiert? Anführer verstorben. Okay. Kriegserklärung. Zur Auswahl des Planeten. Seaterra. Ach, das ist hier sogar. Dann ist es ja hier offen. Ändern. Dann müssen wir da einen rekrutieren. Die 50 haben wir auf jeden Fall. Der ist der jüngste. Was hat er? Ist baukostengünstiger. Ach, da gibt es noch einen drunter. Diese Person ist sogar nur 34. Feldproduktion. Aber ich glaube, das ist dann doch Bau. Kostenbaudauer besser. Und der macht das dann. Gut, und das können wir dann zum Sektor hinzufügen. Warte mal, wir müssen erstmal hier machen. Machen wir gerade das zu. Das läuft hier zu schnell. Der vertretene Oberblase. Der arbeitslose Bewohner ist klar. Laufende Forschung fehlt Wissenschaftler. Da ist auch einer zu wenig. Ist das hier eine 5 oder was? Ja, Fähigungsstufe 5. Sind beide verfügbar. Komm, nehmen wir die. Passt. Und Anführer verstorben ist geklärt. Bauvorhaben abgeschlossen. Okay, das war jetzt der hier. War das richtig? Ich glaube, das war falsch. Der war gar nicht der Richtige. Der war der Richtige. Ne? Oder die. Ja, zack, wird dann da auch gebaut. Die Mineralien werden da nicht gesammelt. Gut, läuft. Ja, dann werden wir uns in der nächsten Folge nochmal mit dem Dingens hier beschäftigen. Mit dem, wie hieß es, Hauptquartier. Dass wir das hier kriegen, ne? Planetare Hauptstadt, dass wir die bauen und dann gucken wir weiter oder umziehen, weiß ich, wie es geht. Muss ich auch erst schauen. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.